dann ist mir zu Ohren gekommen, jetzt kommen Sie wieder. Hör auf! Dann ist mir noch zu Ohren gekommen, dass du auf der Heimfahrt mit Bus vom Stuhl und vom Klingeraber hier mit 35 Euro abkassiert hast. Ja, was? Die zwei, die waren so hackgedicht, die hätte keinen Punkt mehr vom Komma unterscheiden können. Punkt, Komma. Punkt! Sag doch mal. Albrecht, du hast die zwei das Geld noch abknüpft. Nein. Wir hätten bloß Schaffner das Spiel. Schaffner das? Hä? Ich habe im Müllerfritz ein Schildes heraufgezogen, bin zu den zwei nachgelaufen und habe gesagt, Fahrscheinkontrolle. Und da haben die zwei angefangen zum Suchen, wie narrisch. Und weil sie nichts gefunden haben, hätten sie mir jeweils 35 Euro der Schwarzfahrer gegeben. Albrecht, ich muss dir mein Geld sofort zurückgeben. Oh, das ist schlecht. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wenn Sie darauf nicht bestellen, dann kriegen Sie Ihre 35 Euro wieder zurück. Hä? Du hast schon wieder 35 Euro abkassiert. Sind ja auch kein Fahrschein hin. Das ist doch blöd. Ich habe den ganzen Bus gezahlt. Alles, was Sie gestern nicht mehr wissen können, das ist, was Sie alles nicht trinken müssen. Warum man trinken müssen? Habe ich Sie mit jedem von der Stadtverwaltung angestoßen? Ja, und warum habe ich mit jedem von der Stadtverwaltung angestoßen? Weil das halt so üblich ist, wenn du machen. Ich habe mit der ganzen Stadtverwaltung du machen. Ja, jesusmäßig rumgedudelt und geküsst. Ja, bei der Frau Hippler vom Ding geschafft hat, hätte sie gar nicht mehr aufhören können. Hallo, Sie kennen ja Ihre Verlobte eine Frage. Meine was? Meine Verlobte? Ja, klar, Frau Hipper vom Wirtschaftsamt, Frau Dreyer vom Einwohnermeldeamt, Frau Vollmer vom Beiträgungsamt, Frau Barth-Helbele vom Steueramt. Mit denen nennt sich ja schnell verlobt. Das darf doch nicht wahr sein. Bin der Stuhl noch? Können Sie mich mal sehen? Am Boden war sie zum Hauslohn eingeflüchtet. Bei was? Was weiß ich nicht mehr. Aber wir fühlen das Schlimmste. Albrecht, da bist bloß du schuld! Wieso ich? Weil du immer deine Schnapsflasche auf dem Hauslohn hast. Das war meine Schnapsflasche. Hä? Albrecht, du hast hier mal meine Tür begriffen! Wir schreien doch mal, wenn wir das wollen! Und gestern war das immer so nett zu mir. Warum? Habe ich Ihren Namen gemacht? Ich war der Erste. Sie hätten sogar einen Kuss gegeben, wenn ich gleich auf die Zähne gesprungen wäre. Wo sei? Ich will jetzt wissen, warum du gestern dieses Einkaufswagen entwendet hast. Weil wir hier angekommen sind und haben Sie aus dem Bus raushaken sehen. Nein, ich denke, laufen kann der Herr Bürgermeister heute nicht mehr. Es ist besser, man fährt ihn heim. Ja, dann hast du mir ein Taxi gerufen. Nein, ich bin besser. Weil wir gleich im Kellerplatz angekommen sind, bin ich gleich ums Eck genommen zum neuen Supermarkt und haben für 1 Euro ein Einkaufswagen geholt und haben den hochverehrten Herrn Bürgermeister umweltfreundlich in der Leutlinger Straße entsorgt. Ich hab's ja in gelbe Sack reingesteckt. Da hätte ich bloß noch Fies aus dem Weg geschlafen, gell? Albrecht, hat es ja noch sehr. So spät war es ja noch nicht. Sind jetzt schon einige entgegengekommen. Na, was hätte ich gesagt? Guten Abend, Herr Bürgermeister. Albrecht hat meine Frau es gekriegt. Schön gar nicht. Sie hat bloß gefragt, ob ich Sie helfen, Tragenträge. Und beim Ausziehen.
Da hätte der Schier alles verraten von ihrer Verlobung. Aber habe ich ihn gerade rechtzeitig noch den Mund zugehalten. Du hast ihn ausgezogen. Ja, so. So länger hätte ich so gekämpft. Albrecht, von dem darf ich mal nach Hause bringen. Ja, da kennst du dich ganz auf mich verlassen. Ja, hoffentlich. Als Sphinx ist ein Wäschweib gegen mich, wo wir zwei doch jetzt so nah verwandt sind. Wir beide sind verwandt. Hab ich jetzt das nicht mehr? Nein, was? Dass sie mich gestern adoptiert haben. Ich hab dich adoptiert. Ja, aus Dankbarkeit, weil ich sie hochgeschoben habe. Albrecht, wenn es loskommt, der Gemeinderat, die Stadtverwaltung, meine Frau, Albrecht, das überlege ich nicht. Wo ist du hingestanden? Bin doch jetzt bei dir. Bam!